So, was geht ab, YouTube? Wir haben heute einen Special Guest, ja? Wir haben hier Miss Geburt, Miss Delarue. Mist die Beste. Und wir gucken uns heute das neue Nahim-Video an, wo ich auch als Gast war in der Jury. Und da ich ja weiß, wer es ist oder wer es nicht ist, wird heute meine schlechtere Hälfte versuchen, das ganze Ding zu erraten. Wir sind hier gerade live auf Twitch. Erster Link im Bio, kommt gerne vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß, küsse eure Herzen. Was für ein seriöses Intro. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen komisch, vertraut mir, wir haben daraus eine richtig spannende Folge gemacht. Wir werden es nämlich so machen, dass die Zwillinge hier reinkommen werden und einer von den beiden hat jeweils einen Morph-Suit an. Und wir müssen dann erkennen, wer von denen halt jetzt wirklich ein richtiges okay. Zwillingspaar ist. Ja, einer von denen hat so einen Anzug an, halt, dass du den nicht erkennst. Okay, ja? verstehe. Weil am Ende. Ja, ich schwöre, ich habe schon gedacht, hä? Guck mal, wir suchen hier Zwillinge. Ja. Also eine Leute, die auch gleich aussehen. So. Wird extrem spannend. Und Freunde, ganz wichtig, bevor das Video losgeht, mir war wieder mal langweilig. So, und als mir langweilig war, Ja, Bruder. habe ich die YouTube-App auch Genau. gemacht. Ach so, ich das dachte, wird so werden die. Ein extremes Game sprechen. Dieses Spaß wird schwer für Spaß zu Zug sich und wenn der Goofy sei, mein Stressen. Krasses Spiel, hat euch alle runter. Krass. Digga, dass der Dicke überhaupt, gell, diese Handstand machen kann und Saltos machen kann. Digga, weißt du, wie das ist, Dreddies? Wie eine Hummel. Physik laut der Aerodynamik, Gesetze der Aerodynamik, kann eine Hummel nicht fliegen. Und der bricht auch die Gesetze der Aerodynamik. Was? Der Gummiball, hä? Oh, es geht ab nachhin, mein Schatz. Bester Mann, Cousin. 5 Minuten vorher nicht schon eine Folge. Ja, lange nicht gesehen, Bruder. Lange nicht gesehen, Alter. Boah, heftig. Was ist in der Zeit passiert? Sag mal, erzähl mal ein bisschen. Boah, so einiges passiert, ne? Weißt du, was nicht passiert ist? Hm? Ja, kurze Insider, Dreys, wir haben am gleichen Tag schon eine Folge gedreht. Das ist die zweite Folge, die wir an dem Tag gedreht haben. Tisch ist nicht gewischt, Bruder. Boah, stimmt. Boah, Bruder. Das Ding ist, Real Talk, das ist jede Video Top-Kommentar, ne? Ja, Bruder. Hm? Hab ich dir nicht, bevor du hingefahren bist, gesagt, bitte sag nein, er soll seinen Tisch nicht. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ich sehe jedes Mal den Kommentar, jeder zweite Kommentar, holt euch einen Glasreiniger. Dann wissen die, wovon ich spreche. Freunde, ey, es freut mich, dass ihr hier seid. Ja, krass. Letzte Folge war erfolgreich. Ja. Nee, war erfolgreich. War sehr erfolgreich. Ich muss sagen, wir als Team. Letzte Folge war, erkennt den Flüchtling, oder? Nee, erkennt den Entführten. Erkennt den Entführten, wo ich da war. Wo du dabei warst? Mhm. Entführten, ja. Mhm. Haben wir gelöst. Ich bin auch einfach das gut. War sehr, sehr gut. Das war echt gut. Deswegen genau das Gleiche müssen wir heute wieder an den Start bringen. Easy. Wir drehen nämlich heute Erkenne die Zwillinge. Wow. Paare da. Das heißt, hier kommen gleich 14 Leute rein. Ganze Fußballmannschaft. Ganze Fußballmannschaft kommt hier rein. Freunde, ganz wichtig, ey, bevor das wieder losgeht, denkt dran, checkt die bitte alle unbedingt ab. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir gar nicht groß rum, sondern bitten die Teilnehmer. Oh, bitte rund! Also bei der Folge, oder? Es war eine Schulklasse. Gewundert, dass du Corona bekommen hast. Achso, ich hab zuerst bekommen. Du hast mich angesteckt, Junge! Du hast ganz Familie krank gemacht, Digga. Einfach eine ganze Fußballmannschaft hier, Alter. Plus Bank, Digga, plus Bank. Schiedsrichter, Schiri ist auch dabei. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Oder viele. Da müssen wir viel aussortieren. Ja, das wird hart. Das wird so schwer, ne? Ich frag mich, was für Fragen wir stellen können. So Leute sollen sich erstmal vorstellen, mal gucken, wer die sind. Ja. Wie ich geht's? Auch, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum. Ja. Dann kann sich das erste Paar schon mal vorstellen. Hey, ich bin Sarah und ich bin heute hier mit meiner Zwillingsschwester Samira. Wir kommen aus Hamburg und sind beide 16 Jahre alt. Krass. Kann sie auch mal sprechen? Hallo, ich bin Samira. Samira? Ja, genau. Aus welchem Land kommst du? Meine Eltern kommen aus Afghanistan, aber wir beide sind in Deutschland geboren. Okay, krass. Sprichst du? Pashtun oder? Ja, also Farsi. Farsi, okay. Du? Ja, ich auch. Wann seid ihr geboren? Am 26.02.2006. Wie heißt eure Mutter? Lida heißt. Guck mal, bis zu diesem Zeitpunkt, das ja? sind die nicht. Pass auf, bis zu diesem Zeitpunkt, wir waren so blöd. Denk dran, die Folge heißt Erkenne den Zwilling. Ja. Es könnten aber auch Geschwister dabei sein, wir dummen Idioten. Aber sag mir das nicht, wenn die jetzt gekommen sind. Nein! Das sind Safe-Geschwister. Weißt du warum? Erstens, die hören sich gleich an. Zweitens, die sind so dieses, man merkt, die haben so eine Connection. Aber sie hat einen Satz gesagt, den hat sie zu falsch formuliert. Sie sagt, aber wir sind beide in Deutschland geboren.
Mhm. Wenn das Zwillinge wären, dann würde sie sagen, aber wir sind in Deutschland geboren. Also das ist, okay, ich übertreibe, bisschen geil. Heißt sie? Der Vater? Mohammed. Warum, weißt du, was auch hart ist, wenn einfach nur Geschwister mitmachen? Mach kurz zurückfahren. Das habe ich gar nicht einberechnet. Das habe ich auch nicht einberechnet. Das wird so schwer, ne? Seid ihr eineige oder zweieige Zwillinge? Wir sind eineige Zwillinge. Ach, das heißt, ihr seht komplett gleich aus? Ja. Boah, dieses Jahr Alter, war so Alter, cool. Alter, das war synchron. Das war wie Eclipse, das war krass. Oder Jackpot, braucht nur einen Führerschein, Cousin. Boah, ich finde okay. Die eigentlich recht authentisch. Ein Bruder, hätte ich ja einen Zwilling. Hätte ich einen Zwilling, Dreddies, gell? Das wollen wir uns wirklich nicht vorstellen. Für jeden Tag 8 Stunden Stream. Stefan, du hättest einen. Und der würde gerade hier sitzen. Und niemand wüsste das. Boah! Nicht mal ich. Hätte ich Zwilling, ich wäre schon längst Multimilliardär. Ich hätte mit ihm Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Einer von uns beide geht Bank überfallen. Nein, davon. Natürlich, Alibi, Cousin. Sowas würdest du nicht machen. Wo waren Sie, Sammy? Wallah, ich hab Videobeweis, ich war am Stream. Das ist haram. Okay. Wir sind authentisch bis jetzt. Sie sind 16, also wenn die Ketten sind, die krass. Ich würde direkt den nächsten hören. Ja, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten einmal bitte weiter. Also erstmal hi, ich bin der Burak und ich bin 20 Jahre alt und ich bin heute mit meinem Zwillingsbruder hier. Machst du Kampfsport? Nee. Gar nichts? Nee. Also ich mach Fitness. Ein Ei oder zwei? Ein Ei. Das heißt, ihr seht auch gleich aus? Ja, aber es gibt halt Merkmale bei dir. Haare, auch Narben. Was bist du für ein Landsmann, Bruder? Türke. Türke, dein Zwillingsbruder. Was ist er? Der ist Deutscher. Türke. Ja, gib ihm mal kurz. Ja, ich hab natürlich ganz Zeit, weißt du? Weil wenn Leute spielen, die sind ja eh aufgeregt. Ja. Kameras, und dann Lichter. Die verplappern sich. Weißt du? Mhm. Kann ja sein, dass er kommt und sagt, ja, ich bin Türke, er ist Albaner. Ja, ah, boah, was passiert so, weil? Das Mikrofon. Ja, klar. Nassest du, Navi? Ihm ist ein Nassest. Ihm, Alhamdulillah. Ahmed, heißt du, Bruder, pass auf, Cousin, wir machen es ganz leicht. Was heißt Affe auf Türkisch? Maimun. Wann seid ihr geboren? Ich wollte gucken, ob der auch Türkisch kann oder ob es nur ein Freund von ihm ist. 15. März 2002. Wer kam zuerst? Ja. Boah, ist voll schwer, Alter. Das ist sehr schwer. Habt ihr Gemeinsamkeiten? Hobbys? Also, was heißt Ähnlichkeiten? Halt Sport, aber halt, er macht anderen Sport als ich. Was macht er für einen Sport? Also, ich spiele Fußball. Derzeit, ich habe auch Kampfsport gemacht, Boxen, Fitness habe ich auch gemacht. Ich habe auch 10 Kilo abgenommen gerade. Also, das vor ein, zwei Jahren war ich so ungefähr auch so wie der, also ein bisschen dünner. Und ansonsten halt Fußball. Krass. Okay, dann lass weitermachen, oder? Ja, okay, dann können die Nächsten sich einmal vorstellen, bitte. Hallo, ich bin Venita, das ist meine Zwillingsschwester Jasmin. Wir sind 18 Jahre alt, kommen aus Recklinghausen. Gleich, warte mal ab gleich, wie schwer es wird. Komm aus, zu lange gedauert. Warte mal gleich. Okay. Weiß ja noch gar nichts. Eineich oder? Zweieich. Was heißt zweieich? Was ist der Unterschied? Genau. Der Unterschied ist, dass... Nicht du, die Nein, nein. Der Unterschied ist, dass die Eizelle sich dann nicht, also dass sie sich teilt. Und bei Eineigen ist, bleibt es eine Eizelle. Nein, nein, sowas weiß man nicht als Zwilling. Chill mal, Junge, als ob man studiert hat. Nur weil du Zwilling bist, niemals. Ja, aber damit musst du dich vielleicht in deinem Leben oft auseinandersetzen. Ja, ach so, ja, okay, stimmt. Ey, seid gleich und so, wie kommt das und so, weißt du? Das sind Mäuse, aber ich weiß es noch nicht. Okay. Die sind auf jeden Was Fall seid ihr für Landsfrauen? Wir sind halb Thailänder und halb Polen. Krass, beide? Ja. Unsere Mutter ist Thai und unser Vater ist Pole. Krass. Was macht ihr so schulisch, beruflich? Wir gehen aufs Berufskolleg und machen jetzt Abitur. Dann. Eine Klasse? Eine Klasse, genau. Krass. Seit wann seid ihr Freunde? Verstehe ich nicht die Frage. Okay. Digga, warum sind die so krass? Oder ich könnte jetzt bei jedem sagen, das ist die Wahrheit. Ja. Ich glaube, die sind einfach nur Schwestern, normale. Kann auch sein. Das wäre... Sorry, ich war im Kanalpunkt dabei. Die Leute haben richtig gesetzt auf dich, gell? Die Leute haben geliebt. Ich bin gerade richtig los. Die haben noch nie so viel Kanalpunkte gesetzt wie jetzt. Was? Ja. Oh mein Gott, okay, ich krieg das hin. Pfeifert, wenn einfach nur Geschwister dabei sind, danke, das wäre auch heftig. Das wäre aber hart. Das wäre sehr, sehr hart. Wer wurde zuerst geboren? Sie. Ich bin 20 Minuten circa älter. Haben Zwillinge 20 Minuten Abstand? Geht auch, oder geht Stunden sogar. Krass, heftig. Ist öfters bei Zweieiigen. Boah, nein, schwer, Digga. Ja, alle drei waren gut. Könnt ihr Thailändisch? Ja, ein bisschen. Also ich verstehe, meine Mutter fließt. Und wir können aber nur so ein bisschen reden und Polnisch auch. Du warst doch in Thailand, Nahim. Ja. Dann sprich mal ein bisschen auf Thailändisch. Sawadika. Ja, okay, das heißt hallo. Ja, zum Beispiel. Schön, Shan Yasmin. Wer kann mehr Thailändisch? Warte, lass sie mal auf Thailändisch reden. Sie soll mal ein bisschen. Genau. Ich kann nicht so viel Thailändisch, weil ich ja bei meinem Vater aufgewachsen bin, also bei meinem Vater lebe. Deswegen kann ich eher Polnisch. Was heißt, wie geht's hier? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich so vorstellen, wie ich heiße. Und das war's eigentlich. Wart ihr schon mal in Thailand? Ja, schon. Schon öfters? Oder lass sie sich mal vorstellen auf Thailändisch. Stell dich mal vor auf Thailändisch. Sawadika, Chiem Vinita. Okay, warte mal, jetzt will ich was auf Polnisch hören. Die rechte ist ja bei ihrem Vater, der Pole ist aufgewachsen. Okay, und jetzt, ich glaube, ich habe es langsam raus. Red mal auf Polnisch. Dzień dobry, jestem Vinita. Mami, ich kann die Zahlen nicht so gut. 18 lat, ja. Warte, und jetzt soll sie noch mal auf Polnisch reden. Dzień dobry.
Yes, dem Jasmin. Mami, Ostchim, Jastchir, Lat. Digga. Was heißt Klutsche? Das ist krass. Aber. Da war ich auch, da war ich. Ah, Levala. Guck mal, ich hatte früher eine beste Freundin, die war Griechin und durch sie konnte ich auch ein paar Worte Griechisch. Also ich konnte sogar gut Griechisch. Okay. Der heißt Schlüssel. Okay, guck mal. Ich sag, sie ist keine Halbpolin. Die rechte ist Polin. Bruder, sie ist auch keine Zwillinge. Die konnte auch Polnisch. Naja, egal. Ich habe trotzdem so ein Gefühl. Ich habe recht. Ich dachte, ich hätte jetzt wenigstens, indem die rechte gar kein Thailändisch kann, aber sie konnte trotzdem einen Satz sagen. Ja, aber das ist dieses schon vorher geplante, dieses geübte. Das ist ein guter Plan von denen gewesen. Die gehen so rein, weil sie ist Polin. Dann sagt sie einfach, ja, ich bin Halbpolin und du bist dann einfach bei deinem Vater aufgewachsen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein gutes Dings. Cap. Aber wir schicken jetzt noch keinen raus. Also ich würde vorschlagen, wir machen erstmal mit den hinten rechts einmal weiter. Ich bin Peter, 19 Jahre alt, komme aus Hannover. Das ist mein Peter? Bruder Peter, Niklas, auch 19 Jahre alt. Was seid ihr für Land? Sieht nicht aus wie Peter. Hallo Peter. Ist mein Land. Deutsch. Ah, okay, nice. Zieht euch gleich an immer? Nee, nicht immer. Aber dachtet ihr für heute, damit man denkt, ihr seid echt Zwillinge? Ja. Ein auf den. Seid ihr einer? Zwei. Was macht ihr privat so? Hobbys? Privat auf jeden Fall Sport, sehr aktiv Basketball. Wir beide machen auch Fitness so. Spielt ihr beide Basketball? Nee, nur ich bin mehr so der Basketballer. Oh, diese... Basketball, wir beide machen auch Fitness so. Spielt ihr beide Basketball? Nee, nur ich bin mehr so der Basketballer. Oh, diese habe ich gesehen, Bro. Auf Playstation meinst du? Bruder, meine Augen, entkommt das nicht, Cousin. Weißt du, wie man mich nennt, Bruder? Walla, Chamäleon, Bruder, mein Auge ist so. 59 Grad Winkel, ich sehe alles. Guck mal, kommen wir. Ja. Also der Basketballer. Oh. Sehr aktiv Basketball, wir beide machen auch Fitness so. Spielt ihr beide Basketball? Nee, nur ich bin mehr so der Basketballer. Aber es kann auch sein, dass er diese habe ich gesehen, Bro, auf Playstation. Dass er eigentlich in seinen Kopf Fitness meint. Chill mal. Ja, okay, wenn ich direkt gesagt, nee. Was meinst du? Ja, er spielt halt mit, aber ich bin halt so im Verein. Er reagiert. Okay, krass. Der hat ja gesagt, als ob er Kobe Bryant wäre. Halt mit, sagt er. Also mein Bauchgefühl sagt, das ist auf keinen Fall Zwillinge. Nein, Bro, die waren sass. Die waren sass. Ja. Allein wegen dem T-Shirt schon. Ja. Too much. Wie lange seid ihr schon befreundet? Wir sind Zwillinge halt, ne? Boah, oh mein Gott. Too much. Wie lange seid ihr schon befreundet? Wir sind Zwillinge halt, ne? Boah. Oh mein Nein, der Arme! Sie haben ihn hochgenommen, sei mir ehrlich. Du hast ihn richtig hochgenommen. Ich hab den rasiert, sei ehrlich, gell? Oh mein Gott, der Arme. Der hat einfach kurz überlegt, Digga. Free Peter. Boah, der war einfach so, Digga, ich denk mir, Walla. Oh mein Gott, Free Peter, ich sag dir ehrlich. Ich hab den rasiert, Digga, ist Walla. Der ist direkt raus. Spielt ihr beide Basketball? Ja, nein. Wie lange seid ihr schon befreundet? Boah, Der ist raus, T-Shirt schon. Ja. Too much. Wie lange seid ihr schon befreundet? Boah. Wir sind Zwillinge halt, ne? Boah, wir haben noch grinsen. Oh mein Gott, der hat sich verraten. Dieses Boah war krass. Nein, Bruder. Nein. Ja, ich weiß, also safe. Das heißt, sie kennen sich gut, aber mehr auch nicht. Ja, der hat so verkackt, Digga. Deswegen danke, aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal mit den hinten weiter. Hi, ich bin Emir, das ist mein Bruder Eren. Wir sind 22 Jahre alt und kommen aus Duisburg. Servus. Aber ich finde jetzt schon, vom Körpertyp sind die ganz, ganz anders, ne? Ja, seine Schultern links gehen runter, seine gehen so ein bisschen nach links, rechts. Ja. Wer von euch ist der Selbstbewusstere? Ich. Safe, gell? Ganz klar. Kann er auch mal kurz reden? Also auf jeden Fall, ich bin der Schüchterne. Ich bin halt den ganzen Tag zu Hause im Zimmer und... Aber auf jeden Fall, von der Genetik her ist man sich sehr ähnlich und es passt nicht ganz zusammen. Unabhängig davon, ob der eine Sport macht oder der andere nicht. Allein ja, wollen wir schon sagen, dass keine Zwillinge sind. Nein, das stimmt nicht. Ich kenne Zwillinge, gell? Die eine ist ein Spargeltarzan und der andere ist fett. Und das sind ein Junge und ein Mädchen. Krass. Und das sind Zwillinge, die sind am selben Tag. Aber sind die eineiig? Nein, die sind nicht ganz gleich, Dings. Aber die sind Zwillinge, am selben Tag geboren. Okay. Das hat nichts mit der Statur zu tun. Okay. Abstand her bei eurer Geburt. Okay, 3, 2, 1. Warte, er hat 1000er Ping. Warte, bei ihm dauert es. Alles gut, Bruder. Du kannst das gleich noch antworten, Bruder. Wir machen kurz Cut. Also ich... Geblieben. Ich bin so gemein, gell? Walla. Richtig gemein. Ich muss Leute haben den Auftritt ihres Lebens. Ja, die haben Auftritt. Guck mal, Roat hat gerade gesagt. Oh mein Gott. Sagt die Minutenabstand zwischen eurer Geburt, gell? Und der eine sagt 4 und der andere antwortet einfach gar nicht. Error. Ich bin so gemein, gell? Von sich sehr ähnlich und es passt nicht ganz zusammen. Unabhängig davon, ob der eine Sport macht oder der andere nicht. Allein deswegen würde ich schon sagen, dass keine Zwillinge sind. Auf 3 die Minutenanzahl vom Abstand her bei eurer Geburt. Okay? 3, 2, 1, 4.
Warte, er hat 1000er Ping. Warte, bei ihm dauert noch. Alles gut, Bruder. Du kannst gleich noch antworten, Bruder. Wir machen kurz Cut. Also ich würde sagen, das sind keine Zwillinge. Wir sind ja jetzt nur vom Aussehen gegangen. So. Nee, auch auf die Frage haben die nicht geantwortet. Was macht ihr beruflich? Ich bin Elektriker. Ich bin Kfz-Mechatroniker, also Ausbildung im dritten Lehrjahr. Und ich bin jetzt im Dezember kurz vor der Abschlussprüfung. Wie alt bist du? Ich bin 22. Okay, wann hast du die Ausbildung angefangen? Erst jetzt. Erstes Lehrjahr jetzt. Ich habe davor mein Abitur gemacht gehabt. War nicht so meins, also studieren. Was hast du gemacht? Davor, ich habe halt meinen Realschulabschluss nachgeholt. Was war das? Gearbeitet, ja. Bis ich dann gesagt habe, ja, ich fange jetzt eine Ausbildung an. Und jetzt bin ich halt im dritten Lehrjahr, also bin kurz dritte davor. Dritte Lehrjahr? Zu, ja. Boah, du hast schon deine ganze Karriereleiter gehabt. Wow, ja. Wie alt bist du? 54, Cousin. Ey, warte mal, ich glaube, der rechte Cap mit seinem Alter irgendwie. Ne, ich glaube, der linke Cap. Der linke, ja, der guck linke. Mal, er hat doch gerade gesagt, er hat Abitur zu Ende gemacht und er ist jetzt im ersten Lehrjahr. Ja. Kommt nicht hin, von der Zeit her. Was hast du denn gemacht? Ja, das kann ich auch erklären. Ich war auf der Hauptschule. Dementsprechend habe ich nur meinen Hauptschulabschluss bekommen, musste auch dann meinen Realabschluss nachholen. So, habe ich nicht bekommen, habe ich dann nochmal nachgeholt, habe meinen Quali bekommen. Ihr habt beide nachgeholt? Ja, ja. Also bei mir ging es halt wirklich gar nicht. Das heißt, er hat Realschule nachgeholt und du? Ja. Okay, wollen wir weitermachen? Ja, ich würde auch sagen, lass mal mit denen weitermachen. Aber da waren so ein paar Sachen, die sind mir so aufgefallen, wo ich mir dachte, nein, aber schwierig bei denen. Ich bin im Dorf groß geworden. Ja. Deine Schwester oder deine Zwillingsschwester? Wir sind Zwillingsschwestern, zweieige. Kannst du ihr mal das Mikro geben? Ja, hallo, ich bin wie gesagt Shakira. Genau, wir wurden geboren am 26. Die haben dieselbe Stimme. Subhanallah, selbe Stimme. Ja, wie gesagt, du musst das heute lösen. Wir sind vielleicht auch nur Geschwister. Drei. Wer ist älter? Ich. Auf drei die Minutenanzahl. 1, 2, 3. 6. Wie war das für eure Eltern? Schwer. Also wir haben auch noch 2 größere Brüder. Deswegen so mit 4 Kindern ist auf jeden Fall nicht leicht für sie gewesen. Unsere Eltern haben sich dann auch früh getrennt. Also sie haben sich nicht unbedingt Zwillinge gewünscht. Wart ihr in der gleichen Klasse? Also wir waren im selben Kindergarten. Und dann in der Grundschule sind wir, also sie waren in meiner Parallelklasse. War auch sehr schwer für uns. Wir wollten uns nicht trennen, aber unsere Eltern und unsere Lehrer meinten, es wäre besser, wenn wir in die Parallelklasse gehen. Digga, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist insane. Ja, ist echt schwierig. Danke euch erstmal. Ich würde sagen, wir machen mit den letzten einmal weiter. Mein Name ist Dohan und das ist Batuhan. Und wir dachten die ganze Zeit, Digga, wann kommt endlich mal so jemand, der richtig verkackt, so, weißt du? Weil alle hatten... Nee, der Peter hat verkackt. Bis auf Peter. Die sind 8 Leute, sind 8 Teams sind da, weißt du? Ja. Wir brauchen mehr, wir müssen mehr Leute raushauen. Wir hatten keine Zeit, die haben uns Zeitdruck gemacht. Mhm. Wir haben gesagt, ey, wir müssen die Folge schnell drehen. Ja. Ihr müsst schnell entscheiden. Weil es zu viele Kandidaten gibt. Okay. Weißt du? Jahre alt. Kann er sich auch einmal vorstellen? Mir geht's super und wie geht's dir? Boah, mir geht's echt gut. Wer ist älter? Ich. Bruder, da musst du gerade überlegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es war eine schwierige Kaiserschnittgeburt für unsere Mutter. Ich bin da halt auch selber nicht ganz gut rausgekommen und ihr seht vielleicht, dass ich ein bisschen korpulenter bin als mein Bruder. Das liegt daran, dass ich Medikamente nehmen musste. Was für Medikamente? Ja, das waren halt, bei mir haben Hormone gefehlt, um meinen Körper zu, wie nennt man das jetzt? Halt die Wachshormone und weil ich halt ein bisschen zu kritisch kam und auf jeden Fall musste ich die... Also ihnen haben diese Haarwachshormone gefehlt. Nein, er hat direkt erklärt, warum er kräftiger ist als der andere. Das ist komisch. Das ist sehr sass. Also mein Ding liegt jetzt bei diesen Mädels da. Okay. Ist jetzt mein und die Nebenwirkungen sind halt eingeschlagen. Also auch bei der Geburt gab es auch Komplikationen. Wir sind 2 Monate vorher gebangen. Ja, auch beim Kaiserschnitt ist auch... wir haben das Pankreas unserer Mutter kaputt gemacht. Jetzt ist sie halt Diabetikerin. Das ist halt auch so ein Nachteil, was wir haben. Musst du irgendwelche Medikamenten poppen oder so? Ich weiß nicht, man erkennt das nicht, aber ich bin auch viel dünner. Ich bin 1,83 und wiege nur 60 Kilo. Guck, ich nehme also auch Medikamente, aber Zeit. Halt dann eher, um meinen Stoffwechsel ein bisschen zu verlangsamen, weil ich habe einen sehr starken Stoffwechsel. Obwohl ich ehrlich gesagt viel mehr als er ist. Meinst du? Das ist eingeübt. Okay. I'm sorry. Aber ist doch gut. Guter Stoffwechsel ist doch gut. Aber ich habe einen zu starken. Das ist Überfunktion. Genau. Ich habe das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie das heißt. Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüsenüberfunktion, genau hier. Ja. Schilddrüsenüberfunktion. Was ist dafür Tabletten für Schilddrüse? Ich nehme jetzt, eigentlich kriege ich keine Tabletten mehr. Weil ist es besser geworden, seitdem ich... Ich habe es auch, aber nur ganz leicht. Sport mache. Sehr gut. Habt ihr irgendwie so eine Story, wo ihr vertauscht wurdet oder seht ihr euch gar... Wir sehen uns wirklich gar nicht ähnlich. Er ist doch viel heller als ich. Er hat auch weniger Bart. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber auf Türkisch heißt Ella. Aber warum erklärt er seinen Bart ganz kurz? Weil er hat gesagt, dass sein Zwillingsbruder weniger hat als...
farbene Augen. Ich habe ja jetzt nur braune Augen. Digga, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin so überfragt. Ich sag dir, also ich finde die am authentischsten. Nee. Doch, was? Ich sag dir warum. Ich sag euch warum. Die reden so einheitlich, nicht so gespielt, nicht so. So. Die haben aber auch einheitlich geredet. Weil es Geschwister sind. Geschwister, genau. Guck mal, Geschwister, aber vielleicht nicht Zwilling, aber vielleicht doch Zwilling. Weil, oder ich sag dir diese Geschichte mit Mutter und so und Kaiserschnitt und dass sie dadurch Diabetes hat und so, hat mich schon auch ein bisschen so mitgenommen. Da sieht man, wie von Anfang an die Mutter, was sie für eine Mutter, was sie durchmachen muss für ihre Kinder. Meine Eltern haben halt sehr spät geheiratet, mein Vater mit 35 und meine Mutter halt 7 Jahre früher. Tatsächlich haben die halt 10 Jahre lang keine Kinder bekommen. Und mein Vater und meine Mutter wollten Kinder. Dann haben die halt 10 Jahre lang so gelebt. Der Arzt meinte, es wird nichts passieren, kein Kind. Und 10 Jahre später kamen wir als Überraschung. Und tatsächlich haben sie sich sehr gefreut gehabt, weil sie nicht nur ein Kind haben wollten. Wir wissen ja, wie es bei uns Türken so ist. Die Eltern wollen nicht nur ein Kind haben. Aber leider haben wir kein anderes Geschwisterlein oder ähnliches. Ja, die haben was Familiäres. Scheiße, Alter. Also, ja, die sind auf jeden Fall Geschwister. Das kann man schon mal sagen. Die sind auf jeden Fall Geschwister. Es geht aber hier drum, den Zwilling zu suchen. Ja, das ist scheiße. Ja. Es könnten alle Geschwister sein, theoretisch. Also, die sind auf jeden Fall sehr, sehr sensibel beide auch. Und die reden auch so, die haben so dieselbe Redensart irgendwie. Brüder sind. Oder Cousins. Zu 100% oder Cousins. Also familientechnisch sind die safe connected. Der will den auch ganz halt mäßigen. Hörst du, der macht den so chill, chill. Ja. Okay, ey, da würde ich sagen, müssen wir die ersten schon mal rausvoten. Boah, na. Echt jetzt? Ja, wissen wir. Ja, wissen wir. Peter Griffin. Peter, willst du direkt raus? Kalkani-Brüder. Also ich sag dir. Und ich bin auch für die Kalkani-Brüder. Weiß ich nicht mehr. Die Kalkani-Brüder, die müssen leider so doch abzubeißen. Ja, ich würde auch, sind wir uns einig? Da, Mann. Kurzen Prozess machen. Bist du dabei? Moku, Sammy. Ich gehe nach euch, Jungs. Okay, dann müsstet ihr einmal bitte rausgehen. Ja, okay, die sind raus. Die sind weg. Der Arme, der hat so reingeklappt. Okay, rausroten. Soll ich dir sagen, ob die es waren oder nicht? Nein. Okay. Mit deutschem Akzent. Guck mal, entweder das sind Freunde oder das sind Brüder. Und dieser Eindruck macht mir eher Brüder, Digga. Also mein Gefühl sagt das so. Als ob du mir jetzt sagen würdest, dass sie das sind. Ja, auch bei mir auch nicht. Heide rausgesehen. Ja, sind wir uns einig? Heide raus. Dann müsstet ihr einmal bitte rausgehen. Wir mussten schnell. Komm, wie nett er redet, du sagst Heide raus. Wir mussten schnell, Ihr habt ja auch rausgewählt. Ja, direkt. Was sagst du? Boah, ich hätte ihn noch drin gelassen. Du musst dann aber einen anderen jetzt rauswählen. Du musst ein paar rausgehen jetzt. Ich hab vergessen, mein Auto. Aber ich hab die noch drinnen gelassen. Ja, dann musst du aber jetzt ein anderes Team rauswählen. Wenn du die jetzt drinnen gelassen hast. Wen gab's denn noch? Ja, musst du überlegen. Du noch was auf Thailändisch sagen? Also, wie gesagt. Ja, die hätte ich rausgemacht. Die hättest du rausgemacht? Ja. Die andere noch drinnen gelassen? Ja. Gut, dann nehmen wir deine Bewertung, die anderen sind noch drinnen und die sind raus. Ehrlich? Ja, dann darfst du jetzt nicht mehr. Ich will aber nicht. Du musst jetzt sagen. Nein, wenn die schon raus sind. nein, wir lassen das so, wie es ist. Vielleicht haben wir verkackt. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir verkackt. Nein, lass so. Okay. Sagt, ich kann kein Thailändisch, also nicht viel, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin. Hast du gesagt, bisschen? Ja, ein bisschen. Ich habe gesagt, ich kann mich vorstellen, also wie ich heiße und das war's. Und das habe ich ja schon gemacht. Nenn mal 3 Städte aus Thailand. Bangkok, dann... Phantasialand? Ey, das weiß man. Nenn 3 Städte aus Polen. Warschau, Katowice. Ich küsse dein Herz, Okami. Muss, Bruder. Man muss dribbeln, Bruder. Ja. Als ob man aus seinem Heimatland. Sie ist Polen. Nur eine einzige. Ja. Ja, dann doch die Phantasialand. Und den anderen wieder rein. Sie ist Polen. Sie ist Polen. Ja. Jetzt darfst du nicht mehr. Jetzt hast du schon raus. Ehrlich, jetzt ist schon eingeloggt. Jetzt hast du schon eingeloggt. Also, du sagst raus, ist raus. Was sagt ihr? Bruder, mit Städte war schon hart gerade, ja. Ja. Mein Bauchgefühl sagt auch nein. Ich hab vorhin jemand praktisch, nenn mir Städte aus Tunesien. Also ihr habt echt gut gemacht, aber ihr müsstet einmal rausgehen. Phantasialand? Ja, raus! Raus, die süßen Mäuse. Ich habe das Gefühl, die vorne rechts irgendwie, ich weiß es nicht. Digga, dieses kann nicht sein, dass sie mit 16 so gut am Leben ist. Die haben so von der Redensart und so, ich weiß nicht, die waren so... Connected miteinander, ne? Einfach die gleiche Größe und so, ich weiß nicht, das passt einfach so, beide so richtig gleich klein irgendwie. Warte mal, ich habe eine Idee. Ihr seht euch sehr ähnlich, oder? Ja, wir haben kaum Unterschied. Also wir selber, ich finde nicht, dass ich wirklich aussehe wie sie, aber sagen halt andere, für mich ist sie halt eine andere Person. Und wir haben auch schon Fragen gehört, wie zum Beispiel, verwechselt ihr euch manchmal gegenseitig und das wird, glaube ich, niemals passieren. Hattet ihr mal so eine krasse Story mit so, wo ihr verwechselt wurde? Wir werden halt im Alltag sehr oft verwechselt, in der Schule kommt das jeden Tag vor. Wir sind auch in derselben Klasse übrigens und deswegen haben auch die Lehrer richtig Schwierigkeiten, uns auseinanderzuhalten. Wir haben auch eigentlich so gut wie immer dieselben mündlichen Noten und auch sonst. Die Schüler haben auch Probleme, uns zu unterscheiden, obwohl die schon länger mit uns in eine Klasse gehen, kennen die das noch nicht so gut. Aber
dafür haben wir eigentlich auch Verständnis. Und für uns ist halt wichtig, dass unsere Freunde uns unterscheiden können. Boah, Alter, was das auch für ein Vorteil ist, ne? Sie kann einfach ihren Führerschein machen. Unser Bruder meinte auch, wir haben einen älteren Bruder, er meinte auch, dass die, als wir klein waren, da war es ja noch schwieriger, uns zu unterscheiden. Und dass die uns an unseren Sockenfarben unterschieden haben, weil das halt auch nicht anders ging. So eine auf Geschichte mit Detail. Ich weiß nicht, ich finde die so authentisch. Ihr ist safe. Bruder, ich finde die auch voll authentisch, Bruder. Also mein Favorite. Also guck mal, wir können auf jeden Fall beschließen, Digga, die sind auf jeden Fall familiär, Bruder. Ja, ja. Safe, Digga. Also mindestens Geschwister. Noch weiter, diese Zwillinge. Ja, doch, könnte man auch sagen schon. Aber wir müssen ja, wir haben noch ein paar andere hier, Bruder. Und die jetzt übrig geblieben sind, die waren nicht schlecht bis jetzt, Digga. Ja, die waren alle stark. Bruder, ich würde gerne noch mal mit den Hinteren reden. Auf drei die Namen eurer Oma. Eins. Moment, welche Oma? Von Mutter. Drei, zwei, eins. Zeynep. Die sind Geschwister. So ist meine Mutter, Alter. Digga, das war wie... Ah, das sind Brüder. Aber die wirken schon so ein Alter, Bruder. Jetzt langsam müssen wir einen rausholen. Ja, Bruder. Das wird jetzt hart, ich sag dir jetzt. Ah, da war der eine... Guck mal, jetzt waren wir so... Stimmt, Zwillinge müssen auch gleich alt sein, so. Weißt du? Ja. Da waren wir jetzt so, weil... Es hat uns echt gefickt, Reddys. Wo Naim gesagt hat, Bro, vielleicht sind es alles Geschwister. Und ich war so, Walla, stimmt. Weil alle wussten die Namen von Mutter, ja. Die wussten die Namen von Opa, Oma und Digga. So, wenn wir fragen, wie heißt deine Mutter, darauf kannst du dich vorbereiten. Aber wenn ich zu dir sage, wie heißt deine Oma mütterlicherseits? Das ist schon eine schwierige Frage, so, weißt du? Dann war uns klar, okay, wir haben hier mit vielen Geschwistern auf jeden Fall zu tun. Ja. Es gibt nicht so die Frage, woran du jetzt erkennst, ob das Zwillinge sind oder nicht. Mann. Das ist das Problem. Ich habe eine Idee. Ihr wohnt in derselben Wohnung. Okay. Geh mal einen Schritt zurück. Okay, ja, einen Schritt zurück. Ich versuche jetzt einfach mal eine Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob die jetzt floppen wird, aber jetzt zeigst du mit deinen Händen, und du sagst noch nichts, wie viel Zimmer eure Wohnung hat. Nein. Darf ich erklären, warum ich auch denen gezeigt habe? Warum? Bei uns ist das so, dass Esszimmer und Wohnzimmer verbunden ist. Ich habe jetzt Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer und Wohnzimmer gezählt. Aber weil die verbunden sind, habe ich 3 und 4 gezeigt. Also die eine Toilette ist im Innenraum und die andere ist direkt, wenn man halt in die Wohnungseingangstür reingeht, da ist auch ein Flur. Deswegen, da muss ich halt nochmal überlegen, okay, 1, 2, 3 und das ist ja verbunden gewesen mit der... Kritisch, Mann. Das Problem ist, das können ja auch Geschwister wissen. Das ist es ja. Und das können genauso auch Freunde wissen. Das ist, erstmal müssen wir gucken, seid ihr Geschwister, Freunde, verstehst du, was ich meine? Um darauf zu kommen, ob ihr Zwillinge seid. Da gibt es noch keine Frage. Deswegen versuchen wir uns ranzutasten, einfach nur um die Glaubwürdigkeit im Allgemeinen, wenn wir eine Lüge bei euch entdecken. Verstehst du, dann verbinden wir das einfach mit den anderen, weil bis jetzt ist nicht einfach. Bei uns wurde nicht viel gefragt. Digga, das ist so schwer, Mann. Todesschwer. Vielleicht kann man noch ein bisschen schärfere Fragen, also keine Ahnung. Habt ihr beide einen Führerschein? Ja. Dazu habe ich auch eine Story. Haben wir nicht gemacht, aber wir hatten halt damals darüber nachgedacht, weil ich hatte zuerst meinen Führerschein. Haben wir darüber nachgedacht, dass ich bei der Theorieprüfung sozusagen für ihn reingehe, weil das nicht aufgefallen wäre, haben wir gedacht, aber haben wir dann im Endeffekt nicht, weil wir nicht der Eier dazu hatten. Der hatte 6 Monate oder wie viel waren das? 6, ne? Also keine Ahnung, der hatte auf jeden Fall früher den Führerschein, den Lappen. Eier dazu. Guck mal, wie ich geschwitzt habe, Digga. Für ihn reingehe, weil das nicht aufgefallen ist. Achtet mal auf mich jetzt, Dreddys. Guck mal, wie ich geschwitzt habe, weil ich wollte es unbedingt lösen. Aber Digga, es war zu schwer. Es ist richtig schwer. Weil überleg mal, was kannst du einem Zwilling für eine Frage stellen? Der Bruder, also ein Bruder kannst du ja auch wissen. Weißt du, was ich meine? Sag mal, du hast einen Bruder, der nur ein Jahr älter als du ist. Ihr hättet nach der Uhrzeit fragen sollen. Wie viel Uhr seid ihr auf die Welt gekommen? Pass auf, das wissen die alles. Nein. Vor allem Vera haben wir gedacht, aber... Ja, okay, das ist das Erste, was man sich ausgedacht hat. Ja. Der hatte 6 Monate oder wie viel waren das? 6, ne? Also keine Ahnung, der hatte auf jeden Fall früher den Führerschein, den Lappen. Dann wollte er für mich die Theorieprüfung quasi machen. Dann dachten wir, scheiß drauf, lass nicht riskieren. Könnte auch was auf sicher gehen. Zurück. Warte. Der Rechte hat gerade gesagt, dass der Linke für ihn in die Theorie wollte. Und dann hat der Linke gesagt, dass der Rechte für ihn in die Theorie wollte. Nee, du hast falsch gehört. Du willst die rausvoten? Ja, ich würde auch rausvoten. Bruder, wir haben die hinten links viel zu wenig gefragt, alles dass wir die jetzt, obwohl wir keine Antwort auf die haben, rausbringen. Ich Bruder, will die gar Sache keinen rausvoten. Zwei intelligente Jungs. Du wirst nichts aus denen rausbekommen. Aber was die werden sagst keinen du? Fehler machen. Bruder, ihr werdet keinen Fehler machen. Weil, Bruder, ich bin der Meinung, ihr seid Familie. Ihr seid Familie. Ja, und wenn nicht, dann seid ihr Freunde seit Jahren. Wir können ja nur nach Bauchgefühl gehen, weil es gibt nicht die Frage, woran du jetzt erkennst, ob das Zwillinge sind oder nicht, weißt du? Deswegen können wir gar nicht so spezielle Fragen stellen. Und unser Bauchgefühl, also mein Bauchgefühl sagt, dass ihr Brüder seid. Vielleicht auch nicht so ein großer Altersunterschied, vielleicht so ein Jahr Altersunterschied. Aber Zwillinge sind ja auch Brüder. Wie war das für eure Eltern, dass sie Zwillinge bekommen haben? Also die finden das bis heute immer noch cool. Habt ihr einen Spitznamen? Sag mal den Spitznamen. Nee, allgemein, habt ihr einen zusammen? So wie Schlini, Digga, weißt Nein. du? Das gibt's nicht, Schlini. Nee, aber Digga, ich sag euch ehrlich, wenn ich mir vorstellen müsste, Zwillinge zu bekommen, gell? Bruder, ich würde verkaufen, ich sag dir ehrlich, Bruder. Warum bist du so?
Haben die gesagt, die sind eineigige Zwillinge? Boah, ja. Also die sehen genau gleich aus. Ich denke schon, ja. Spitznamen wie Chipmunks oder das sind die was mit den beiden Mädels denn? Oh, ich würde die nochmal hören wollen, bevor wir uns zwischen die und die anderen entscheiden. Ja, ich höre für raus. Abo? Ich gehe einfach nur nach Bauchgefühl. Ja, dann würde ich aber eher die hinten links rausvoten, bevor ich denke. Von euch beiden, wer würde dir sagen, ist reifer? Ich. Ja, denke ich auch, sie. Bruder, ich würde die raushauen. Ja, aber die riechen so bestimmt gleich. Älter. Die ist ein Jahr älter. Was können denn nur Zwillinge beantworten? Ja, das ist schwer. Ey, die glauben richtig an mich, gell? Ich bin so unter Druck. Oh mein Gott. Klar, die jetzt zu unserem großen Bruder nicht so stark ist. Okay, dann würde ich die vorne rechts mal fragen. Dann sehen wir es. Sorry, dass du die ganze Zeit so von den Gefühlen her... Die ist ein Jahr älter. Was können denn nur Zwillinge beantworten? Ja, das ist schwer, aber so von den Gefühlen her ist einfach eine Verbindung zwischen uns da, die jetzt... zu unserem großen Bruder nicht so stark ist. Okay, dann würde ich die vorne rechts mal fragen. Kannst du dir mal das Mikro geben? Was können nur Zwillinge beantworten? Also ich würde auch sagen, dass auf eine bestimmte Verbindung zwischen Zwillingen herrscht. Und also im Gegensatz zu denen würde ich jetzt nicht sagen, dass das so ist. Wir haben ja auch noch zwei ältere Geschwister. Und also wir sind im gleichen Alter. Und deswegen denke ich, dass es sich ein bisschen anders anfühlt. Aber ich würde jetzt nicht denken, dass nur weil wir Zwillinge sind, dass wir jetzt irgendwie bestimmte Sachen, also dass wir eine bestimmte Verbindung zueinander haben. Wir können halt immer über alles reden, aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass man jetzt ein Zwilling ist. Wir machen ja auch wirklich voll viel zusammen. Also wir sind ja wirklich 24/7 zusammen. Wir machen ja auch außerhalb der Schule Sachen zusammen. Also ich denke einfach nur, weil wir so oft so viel Zeit miteinander verbringen, dann ähneln wir uns halt auch ein bisschen mehr. Und deswegen halt haben wir auch eher das Gefühl, dass wir... Ich denke, die sind es nicht. Ich würde die rausvoten. Die beiden? Ja. Jetzt schon? Mhm. Dann warte, bis wir die nächsten rausvoten, danach okay. Kannst du die rausvoten. Wird vorne links raus. Vorne links raus? Ja. Okay. Okay, dann müsst ihr einmal rausgehen. Also wir wählen no! Du willst die drinnen lassen? Ja! Du willst die anderen rauswählen? Die anderen Mädels. Okay, dann sind die anderen für dich jetzt raus und die sind für dich noch ja. Drinnen. Okay. Ja, aber du musst dich entscheiden. Ja, aber das ist ja blöd, die können nichts mehr sagen. Also ich denke, die sind Geschwister, diese eben gerade, aber die sind nicht die Zwillinge. Oh mein Gott, oder doch, die sind vielleicht, oh mein Gott, scheiße. Ich heul wieder. Ja, Alina, du hast jetzt gesagt. Ich bin gerade wirklich überfordert. Ich kann nicht. Du brauchst nicht in den Chat zu gucken, du hast schon gesagt jetzt. Scheiße. Du hast schon gesagt, das ist vorbei. Okay, warte. Nein, Dreddys, nein. Das ist vorbei. Es ist vorbei. Guck mal, ich find's echt scheiße, dass ihr jetzt spoilert, ja? Die haben gespoilert. Das sind die beiden Kleinen. So, die du gerade rausgewählt hast. Weil der Chat hat's jetzt gerade kaputt gemacht. Und Alina hat gerade gesagt, die sind raus. Und wenn ihr so unfair seid und jetzt schreibt nein, nein, nein in den Chat, Digga, dann macht diese Wette auch gar keinen Sinn. Ach so, versteht ihr? Aber ich habe nicht gecheckt, dass es gespoilert ist. Natürlich hast du es gecheckt. Nein. Du bist jetzt doch, du hast natürlich gecheckt. Ich habe einfach nur gesagt. Gerade warst du so überzeugt davon, dass du gesagt hast, die beiden gehen raus. Ja. Safe. Du hast gesagt, die beiden sind es, der raus. Und dann guckst du in den Chat und auf einmal sagst du, ja, doch nicht raus. Aber das war nicht wegen. Verstehst du? Bei Allah wegen. Ich hab doch gesehen, ja, Alina. Ja, ich hab den Chat also, gesehen. Also, du hast die rausgewählt. Chat. Fertig. Ja, ich hab die rausgewählt. Alles klar. Ich würde die Frage gerne mal an. Das war blöd. Mods, Banzi. Bannt diese Leute. Ja, das war echt weißt du, die machen das alles kaputt. Bannt diese Leute, Amots. Das ist wichtig, dass ihr diese Leute bannt. Damit wir das nie wieder hier haben. Euch noch weitergeben, kannst du denen einmal das Mikro geben. Was können nur Zwillinge beantworten? Bruder, ich kann dir nicht sagen, was nur Zwillinge antworten können. Das liegt daran, dass ich und er einfach wie jeder andere Bruder auch Brüder sind. Wir sind nur gleichzeitig auf die Welt gekommen und gewachsen. Im Endeffekt ist er mein Bruder und wir sind einfach nur unsere vierköpfige Familie. Na, aber ich finde, Zwilling zu sein ist ja schon was Besonderes. Ja, natürlich ist es was Besonderes. Wir wurden gleichzeitig geboren, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Wir haben ähnliche Denkweisen. Betonung liegt auf ähnliche Denkweisen. Aber im Endeffekt sind wir immer noch zwei Individuen. Und deswegen würde ich sagen, dass es keine speziellen Zwillingsdinge gibt. Wir sind uns vielleicht ähnlich in vielen Dingen, aber ich würde sagen, dass wir trotzdem zwei spezifische Menschen sind und ich würde auch sagen... Ich glaube, genauso reden Zwillinge nicht. Ich glaube, mittlerweile glaube ich einfach die beiden. Die beiden? Ja, warte. Einfach richtige Five-Heads, schlau und gute Schüler. Habe ich auch schon gesagt. Aber beide, dass sie einfach so vorbereitet hierher gekommen ja. sind. Ja, genau. Das Ding ist, ich finde, also Zwilling zu sein, ist voll was Besonderes. Ich finde das komplett JB, dass ich einen Zwillingsbruder habe, ist halt genauso, wie als hätte ich einen kleinen Bruder oder einen größeren Bruder. Der hat so eine komische Sprache die ganze Zeit geredet, so ist es am Block. Und wir beide machen unser Ding. Ich gehe zur Uni, er macht seine Ausbildung. Ja, deswegen kannst du die Frage auch so gut beantworten. Weil du zur Uni gehst. Nee, weil dasselbe ist, wie als hätte er einen normalen Bruder. Das ist ja sein normaler Bruder. Nein, also, wäre das mein normaler Bruder, dann... Ich würde keinen Unterschied merken zum Zwillingsbruder. Bruder, Nahim, willst du mein Vote? Mitte raus. Ja, würde ich auch sagen. Mitte raus. Ich war direkt Mitte streng. Raus, safe raus. Mitte raus? Abu war so überzeugt von denen, es hat mich so abgefuckt, gell? Safe raus.
Raus mit dir, Mann. Du bist raus. Ich bin auch dafür. Boah, sind wir uns okay. einig? Ihr drei seid euch einig, ich enthalte mich. Okay. Ihr habt es wirklich stark gemacht, aber ihr müsst einmal bitte rausgehen. Ey, Mann. Aber glaubst du, dass ich das mit dem Chat gerade in der Sekunde gar nicht gecheckt habe? Doch, du hast schon hingeguckt. Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Doch. Doch. Bruder, weißt du, was ich sehen will? Umarmt euch. Ihr beide und ihr beide. Jetzt? Jetzt wollte ich gucken, wie die Bindung ist zwischen denen. Weißt du, ich wollte. Ob das eine Cringe oder was? Ja. Ich sag hier, Bruder. Ja. Ich bin mit rechts. Wie groß seid ihr? Ich weiß nicht genau, so zwischen 1,50 und 1,55 so. Jetzt welche Schuhgröße hast du? 37. Beide gleiche Schuhe? Ja. Scheiße, Alter. Es ist echt schwer, aber bei Gefühl sagt man immer noch mehr rechts. Bruder, aber das Ding ist, die Links haben nicht einmal gechoked. Also entweder sind das Brüder oder Zwillinge. Ja. Und was dazwischen und rechts sind entweder rechts Schwestern oder beste Freundinnen. Beste Freundinnen niemals. Unterschätzt niemals ABFFFs. Ihr wohnt im selben Haus? Guck, geh einen Schritt nach hinten. Soll ich sagen? Nein, du zeigst erstmal, du nicht reden. Acht. Boah, acht Zimmer? Jeder hat das Zimmer. Das ist ein Haus, Digga. Holy shit. Okay, komm, wir machen vielleicht. Komm. Hä? Aus welchem Land kommen die? Weiß ich nicht mehr. Habt ihr das überhaupt gefragt? Ich glaube nicht. Afghanistan. Komm mal du nach vorne. Nee, nicht du. Komm du nach vorne. Ja. Welchen Monat hat deine Mutter Geburtstag? Warum bist du so nah an ihr? So. In welchem Monat hat deine Mutter Geburtstag? Meine Mutter hat im Juni Geburtstag. Ja, Bruder. Das ist schon real, Bruder. Krass, okay, ja, dann lass mich. Aber könnten auch nur Geschwister sein. Ja, komm. Das sind. Weil guck mal jetzt. Der ist so sicher. Aber der hat nicht mal gezuckt mit der Wimper. Tut mir leid. Okay. Bro, mit wie vielen Jahren kam deine Mutter nach Deutschland? Walla, ich weiß nicht, aber ungefähr so mit 18, soweit ich weiß. Bruder, das sind Brüder. Aber ich sag dir ehrlich, ich würde sogar sagen Zwillinge. Die haben sehr viel, also Die haben sehr viel gemeinsam. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden, Bruder. Aber Herz. Recht ist authentischer. Ich gehe mit rechts, Bruder. Ich gehe auch mit rechts, Bruder. Ich sag ehrlich, ich bin jetzt tatsächlich schon eher für links. Das sind keine Probleme. Ich habe mich gerade darüber aufgeregt, dass wir die Rechten genommen haben. Ich bin genauso. Bruder, wenn die mit ihrer Lüge durchkommen, gell? Die kriegen 5 Scheine heute Abend Merkur Magie, Bruder. Die Sonne lacht, Cousin. Oh, ich hoffe nicht, Bruder. Davon distanzieren wir uns. Ich gehe auch mit Sammy. Ich sag auch rechts. Ich gehe rechts, Bruder. Ich will links gehen. 2 links, 2 rechts haben wir. Schnick, schnack, schnuck. Okay, komm. Er macht Schere. Er hat gewonnen. Das heißt, ich und Rohat entscheiden. Okay, sicher. Ihr habt die Folge verkackt. Abu und Rohat sagen rechts. Ich und Nahim, wir sagen links. Und der Nahim hat es nicht reingeschnitten. Weißt du, was Rohat noch sagt? Bruder, Sammy, Walla, du weißt nicht, wie ich und Abu sind. Walla, wir können Menschen lesen. Wir lesen Menschen, wir lesen. Ich bin Experte in Lesen, sagt Rohat. Ja, bist du. Sicher links, ich gehe sicher links. Guck mal, ich sag dir entweder Krise oder nicht, weil entweder sind das Brüder oder Zwillinge. Das sind keine Freunde. Das sind die. Alles gut. Ja, links müssen wir. Okay, das heißt, wir denken, dass ich war todessicher. Zwillinge seid. Ihr müsst dann einmal rausgehen. Ich war todessicher. Alright, das heißt, wir machen jetzt die Auflösung. Wir werden es jetzt so machen, dass die nacheinander deren Morphsuits öffnen werden. Ähnlich wie bei Erkenne den Schwarzen. Ja. Und dann wird nach und nach so gespannt, wie sie aussieht. Weil die sind eingekommen. Okay, ich bin gespannt, Alter. Alright, dann würde ich sagen, let's go! Komm mal jetzt, krasse Auflösung. Voila, krasse Auflösung. Gar nichts. Können wir auch gar nichts. Gar nichts. Alle anderen waren Flop. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, okay. Obwohl schon die Auflösung. Alle waren Flop. Okay. Also keine Geschwister waren dabei. Ah, die waren auch keine Geschwister? Nein, keiner von denen waren Geschwister. Niemals. Ja, keiner war Geschwister. Von denen war keiner Geschwister. Waren das Schauspieler? Nein, das waren einfach Jugendliche so, oh weißt du, mit weniger Bart, weil so ist es im Block, weißt du, was ich meine? Nein, so. Wirklich nicht. Und dann so. Oh mein Gott,
Die wolltet ihr raushaben. Da sind unsere Zwillinge. Warte mal. Oh mein Gott! Mit wem wollt ihr euch anlegen, Cousin? Wo wir waren, wart ihr noch flüssig, Cousin, Digga. Digga, mit wem wollt ihr uns anlegen, Bruder? Was seid ihr denn sonst? Wir sind Brüder. Guck mal, das ist mein Punkt gewesen. Brüder, ich war mir 100% sicher. Und mit Zwillingen musste man einfach dann nur so quasi, ich sag mal, erraten. Da gab es nichts, hättest wo man sagt, okay, das sind Zwillinge. Hättest du einfach auf mich vertraut. Bruder, guck mal, wie die aussehen. Also Bruder, die dachten noch alle, dass wir Zwillinge sind, wo wir herkamen, die Kandidaten. Bis zum Schluss, also bis... Als die gekommen sind? Die. Guck mal. Digga, das ist Copy-Paste, Bruder. Das ist krass. Das ist jetzt so ein schlechtes Bild. Aber nein, echt, gell? Nein, das ist Copy-Paste. Digga. Ich schwöre auf alles, die sahen gleich aus, Bruder. Krass. Dreddys, das war Copy-Paste. Walla, Billa, gleich. Alles gleich. Das ist krank. Krass. Die kamen und wir haben halt so einen auf mitgespielt, dass wir die Zwillinge sind. Wir wollten das erstmal hier auch nicht aufklären. Die sehen so gleich aus. Und die sehen auch ähnlich aus, weißt du? Wenn du die so draußen sehen würdest, würdest du auch denken. Nein, das sind Brüder. Würdest du nicht denken? Nein, Mann, Bruder. Ja, okay, vielleicht live. So. Aber die anderen, gell? Das ist ja Ding. Und die und dann hat man halt eindeutig gesehen, dass die beiden die Zwillinge sind. Aber ich sag euch, wisst ihr, das heißt, wir haben von so vielen Kandidaten ausgeschieden. Guck mal, wir haben Brüder rausgeholt und die Zwillinge. Wir waren echt gut. Wir waren gut. Wir waren sehr gut. Aber weißt du, was besser wäre, wenn ihr auf uns gehört hättet? Ach, hör auf, Bruder. Das hat sich so gespielt. Digga, weil ich war. So abgefuckt. Ich war so sicher, gell? Ich hab doch, guck mal, Dreddys, ihr wisst doch, ich hab zwei Gehirne. Eins hier und eins hinter mein Ohr. Und ich denke, ich habe mir gedacht, die sind 16. Mhm. Als ob die um 3 Uhr morgens noch hier stehen würden, wenn die nur lügen würden. Stimmt. Niemals. Stimmt, du bist schlau. Niemals. Als ob die um 3 Uhr morgens hier sitzen würden. War das 3 Uhr morgens? Ja, es ging bis 3 Uhr morgens. Als ob die um 3 Uhr morgens hier wären, Digga, mit 16 und uns diese Geschichte auftischen. Ja, Mann. Niemals, Digga. Hast recht. Weißt du? Geisteskrank. Natürlich. Vorhin noch, ich sag so, ich hoffe, ich hab die richtigen, also. Am Ende! So, Bruder, ich dachte, das wäre so ein so, Bruder, ja, okay. Ich dachte, ich bin safe, er hat mich hochgenommen. Kennt ihr das aber Spiel? Aber es war richtig witzig, die machen diese Ding ab und ihr so. Wir machen ja, das ist krass. Das spiele ich halt mit meinen Jungs, schöne Grüße an 307, genau, und das spiele ich auch mit Gefühlen. Und da tue ich auch immer noch bis zum Schluss einen auf, ich Mauer und dann. Ey, ich sag dir, am Ende des Tages hat dein schwedischer Schaum verkackt, weißt du? Ich meine, ich bin fein raus aus der Kacke. Okay, habt ihr irgendwas zum Pushen, wollt ihr irgendwas erwähnen? It's up, die Sun auf Snapchat, Instagram. Das war einfach nur so eine spontane Sache. Ja, ich habe einen schlauen Mann, aber ich bin dumm. A20 und ja, Leute, auch ein geiler Abend heute gewesen und weitergehen. Ja, ich möchte eigentlich nur meine Freunde grüßen, Roy und Timmylan. Ja, das war's. Shoutouts gehen raus an die Adams und dann Nickebö. Auf Instagram THY. Du hast gedacht, die sind es, Digga. Ja, die waren voll, weil die gleiche Stimme hatten. Ich schwöre, die haben mich so nicht. Die reden einfach gleich. Instagram, Johanna. Wie kann es Freunde geben, die so gleich reden? Nicht mal Schwestern, gar nicht. Jasmin.htl. Ich grüße meine Mannschaft DTV, wir holen morgen den Sieg. Dann grüße ich meinen Freund Furkan und Yasin. Guck mal, so krass sehen die nicht gleich aus. Nee, die sind Brüder aus, ja. So, weißt du? Mhm. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Weißt du noch, warum ich überhaupt gesagt habe, die beiden sind? Ich habe doch gesagt, sogar in der Folge, das sind Brüder. Richtig. Ich hab alles haben wir alle gesagt. Ja, aber warum habe ich... Kannst du dich noch daran erinnern, warum ich gesagt habe, das sind Zwillinge? Nee. Die Frage wurde nicht mit reingeschnitten. Ich habe Jamal schon geschrieben. Ich sage, Bruder, warum hast du diese Frage nicht mit reingemacht? Das war doch das, warum ich überhaupt gesagt habe, das sind Zwillinge. Weißt du noch, ich habe mir doch eine Frage ausgedacht. Das war voll die Five-Head-Frage. Ja, jeder Zwilling kennt das. Ihr müsst zum Arzt gehen und den Zwilling... Ja, Mann, Walla, ja, Digga, ja, Mann. Meine Mädchen, die sagen einfach, ja, das haben wir auch. Stimmt, ich sage, ja, ihr müsstet euch so gegenseitig nebeneinander sitzen und Hörtest und so machen, aber alles so zwillingsmäßig, also so. Ja, richtig. Ein auf den. Digga, und die sagen einfach, ja, genau, das haben wir gemacht. Die können uns daran erinnern. Und ich denke mir, Digga, was labern die da? Das gibt's und gar die Jungs nicht. Sagen einfach, nein, Mann, was labert die, das gibt es gar nicht. Und trotz dessen habe ich mich trotzdem für die Richtigen entschieden und du trotz dessen für die Falschen, Digga. Ja, Bruder, Digga. Ich hatte so ein Bauchgefühl, Abo, Digga. Du musst doch, guck mal, ich habe so gedacht, ist mir jetzt du wieder hast sogar weniger Bauch als ich. Guck mal. Als ob die mit 16 um 3 Uhr morgens da stehen und uns anlügen, Digga. Niemals, ja. Das ist voll unlogisch. Na, das Ding ist, die Mutter war ja sogar noch dabei, ja, weißt du? Ja, natürlich. Aber sei ehrlich, wie habe ich das mit der Polin und der Dings da gekollt, mit der Thailänderin? Das war sehr, sehr, du sehr, hast sehr, gesehen, sehr ich habe ihr direkt ins Gesicht gesagt, hör zu, du bist Polin. Ja. Das war sehr, sehr, sehr schlau. Sehr, 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 sehr krass.